Also die Idee bestand schon länger, weil der Zaun natürlich immer so schön grau in der Stadt stehend war und wir schon immer gedacht haben, wir würden den gerne mal gestalten. Wir dachten, das ist nicht nur eine triste Fläche, sondern perfekt eigentlich für ein neues Kunstwerk. Und da dachten wir echt, das Spannende daran ist zu sagen, wir gehen ins Museum rein, lassen uns inspirieren und aus den Ideen entwickelt man gemeinsam ein Bild. Die Idee war jetzt bedingt in den Zeiten der Corona-Pandemie, wo eben die Museen lange Zeit geschlossen waren oder auch sind, eine neue Open-Air-Ausstellungsfläche zu haben, um hier an der Stelle eben auch ein Fenster in die Museen zu öffnen. Also sie durften natürlich einmal durch die Häuser durchgehen, nämlich ins Archäologische Museum Colombi-Schlössler, ins Augustinermuseum, ins Museum Natur und Mensch und das Museum für Neue Kunst. Wir haben eine Einführung bekommen von unseren Mitarbeitern aus der Museumspädagogik, um sich ein bisschen ranzuführen, die Objekte und auch reinzufühlen und zu schauen, ja, was spricht sie denn besonders an bei uns. Und das passt zu diesem Haus auch, weil es ein Haus ist zum Entdecken. Also wir haben eigentlich so zwei Leitfaden. Das eine ist, die Leute sollen hier Spaß haben. Wir verstehen uns als Einsteigermuseum, also hier kann wirklich jeder reinkommen, der auch noch nie in einem Museum war und der soll nachher wieder rausgehen und sagen, ja, Museum ist cool, ich gehe nochmal in eins. Und jetzt sage ich erstmal kurz was zum Tierpräparation. Wir haben das hier mal versucht zu zeigen. Also wenn ihr heute ein Tier präpariert, die kaufen sich dann einfach so eine Form und die könnt ihr wirklich im Internet kaufen. Also das ist jetzt ein Baummarder, ihr könnt das aber bis zum T-Rex. T-Rex nicht, aber Elefanten. Und dann zieht ihr eigentlich nur noch die Haut über diese Skulptur drüber. Ihr setzt die Augen ein. Das hier zum Beispiel, das sind Luchsaugen. Wir machen ja zum Beispiel auch Taschenlampenführungen. Wenn ihr mit der Handy-Taschenlampe da reinleuchtet, dann reflektieren die auch. Dieses Haus beschäftigt sich mit einfach einer Unmenge von Themen. Ein bisschen despektierlich gesagt, die anderen Häuser beschäftigen sich mit dem, was der Mensch von sich gibt. Der Mensch ist aktuell eine Art von 20 Millionen. Und wir in diesem Haus müssen uns sowohl mit dem Menschen auseinandersetzen, als auch mit den 20 Millionen anderen, die eben jede für sich, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt auf den ersten Moment, ihre ganz eigene Lebensgeschichte hat. Auch ein Moos hat ihre Lebensgeschichte, auch wenn sie vielleicht in seinem kulturellen Wirken so ein Moos nicht ganz so aktiv ist wie ein Mensch, aber man könnte sich darüber streiten, ob das Moos nicht auch tut. Also es ist einfach ein gigantischer Rahmen, den wir hier in dem Museum aufmachen. Und es ist klar, keinem Besucher können wir das mitgeben. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass sich die Leute das suchen, was sie aus dieser Wahnsinnsmenge herausfiltern wollen, was zu ihrem Leben passt. Wir hatten nach dem Tag im Museum nochmal einen Tag, wo wir uns bei uns in der Hilda getroffen haben und dann gesagt haben, okay, jetzt überlegen wir uns mal ein Motiv. Ne? Und dann auch so, das war für uns, glaube ich, auch ganz spannend, so die Herangehensweise, wie sie dann doch erstmal so, ja, aber das müssen wir so und das müssen wir so und dann, ja, nee, aber das geht nicht. Klassischen Graffiti-Bereich oder sowas ist ja immer, hat jeder so seinen Part bei Graffiti-Jams. Jeder macht da so seine paar Meter und man macht vielleicht so ein bisschen was zusammen. Und das war schon irgendwie Herausforderung, die wir auch stellen wollten. Alle sechs Künstler setzen sich zusammen und müssen daraus dann ein Motiv entwickeln. Die kannten sich ja alle untereinander auch gar nicht, das war auch immer noch spannend. Hat sich dann aber relativ schnell in einer homogenen Gruppe dann sehr produktiv dann auch entwickelt. Das war auch der Punkt, als die Farbwahl entstanden ist, wie die Diskussion dann mal so kurz
hochgekocht sind und dann trotzdem ganz schnell sich das auf einen Nenner geeinigt hat und dann klar war, okay, wir haben Farbklima, wir können damit arbeiten und darin passen wir alles an. Und dann wird einfach losgelegt. Also wir haben die Wandfarben geholt und dann haben die 6 Künstler erstmal mit der Grundierung angefangen. Ja. Oben beige-lastig und treffen es in die Mitte und fetzen dann jeweils ineinander rein, ne? Ja. Yes, die ersten Striche. Und dann ging es so langsam in die ganzen Details. Und da war für uns natürlich ganz spannend, weil wir auch nicht wussten, welche Objekte suchen Sie sich jetzt aus. Wie interpretieren Sie die und wie arrangieren Sie jetzt diese auch neu am Bauzaun? Umso cooler, dass natürlich dann am Ende auch wirklich unterschiedliche Stile waren, unterschiedliche Künstler waren. Ich mach mal einen Kreis. So, man muss immer sparen, nicht vergessen, im Deckel hängt gutes. Das ist wie früher als Kind, wenn man den Joghurtdeckel noch abgeleckt hat. Ja, geht einiges verloren. Also hier ist es so, wirklich an der ganzen Wand, nichts ist wirklich alleine entstanden. Das ist immer eine Zusammenarbeit, die Ideen, entweder kommen die Ideen aus dem Teamwork oder auch die Umsetzung. Die Idee war erst, Freiburger Künstler natürlich dazu zu fragen, ob sie da mitmachen wollen. Jetzt, wo eben auch die Kunst- und Kulturszene so leidet, einfach auch junge Künstlerinnen und Künstler aus der Region mit diesem Projekt auch unterstützen zu können. Und erst durch die Förderung des Programms Kunst trotz Abstand des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst konnten wir eben dieses Projekt gemeinsam realisieren. Was in diese Richtung hier? Zu klein? Ja. Größer? Dann haben wir hier was mit eingebaut, was Sorana sehr wichtig war, weil sie aus der klassischen Malerei kommt. Sie hat wie ich bildende Kunst studiert und da war das Thema in Freiburg ja auch Peter Dreher ganz groß. Wir haben 500 Gemälde aus der Klasse von Peter Dreher und das hat er ja angefangen 1974 bis eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo er nicht mehr wirklich gemalt hat. Jeden Tag ein Glas. Immer das gleiche Wasserglas an der gleichen Stelle im Atelier. Natürlich je nach Uhrzeit ein bisschen anderer Lichteinfall, deswegen gibt es leichte Veränderungen. Also es sind teilweise auch in der Farbigkeit, er mischt es auch jeden Tag neu an. Von dem her hat der Grauton mal einen rosa Wert drin, mal hat er eher einen blau Wert drin. Wenn man sie genau anschaut, hat man unterschiedliche Stimmungen. Und das sind insgesamt Tausende, die da entstanden sind. Quasi wirklich konzeptuelle Arbeit durchgezogen über viele Jahre hinweg. Aus der Serie hat er vor circa 10 Jahren uns 500 Stück geschenkt. Wahnsinn, 500, also das ist echt wert. Gläser. Ich kann zwar keine Zahl benennen, aber jetzt erst recht. Ne? Also das ist wirklich ein Schatz, den wir da geschenkt bekommen haben. Weil schon zu Lebzeiten war Peter Dreher wirklich finanziell, aber natürlich auch vom Namen her echt bekannt. Gwendolin ist die Tattoo-Künstlerin und von ihr sind so die filigranen Zeichnungen, wie jetzt zum Beispiel, beziehungsweise das ist teilweise auch eine Mischung immer wieder zwischen Sorana, von klassischer Malerei, und der Zeichenkunst von Gwendolin. Also wir haben Zeichnungen, wir haben Malerei und Michi, der oben den Goltzius auch gemacht hat, ist dann mit der Spraydose nochmal reingegangen und hat den Sandstein gemacht. Dann haben wir hier das Skelett. Das ist wieder aus der archäologischen Sammlung, angelehnt an das Skelett, was wir da gesehen haben, was Hans uns gezeigt hat. Archäologie ist ein Prozess. Und die Archäologie hat sich in den letzten 20, 30 Jahren extrem gewandelt, dadurch, dass eben geomagnetische, geologische, mineralogische, anthropologische, biologische Untersuchungsmethoden immer mehr in die Archäologie mit einfließen und wir darüber hinaus eben auch zu Altfunden, die schon zigmal interpretiert wurden, wieder neue Ergebnisse erzielen können. Und dementsprechend dann auch öfters sagen müssen, das, was bisher erzählt wurde oder berichtet wurde über die entsprechenden Fundumstände, das müssen wir an der Stelle revidieren.
Es sieht mittlerweile anders aus. Er hat natürlich immer wieder die These, natürlich, wenn er einen Kragen schwer trägt, dann liegt dort ein Mann, da braucht man gar nicht nachgucken. Mhm. Wenn da eine Kette drin ist, dann ist es eine Frau. Man hat also im Grunde das bürgerliche Gesellschaftsbild um 1900 mal schön auf die komplette Vorgeschichte projiziert. Mhm. Und dass die Rechnung nicht aufgeht, das freut mich immer wieder, wenn ich sehe. Wir haben mittlerweile eben durch anthropologische Bestimmungen zahlreiche Gräber, komplette Waffenausstattungen, die ganz klar in einem Frauengrab lagen, während eben auch die reichen Schmuckgräber durchaus auch mal von Männern belegt worden. Also diese Idee, dass auch so eine Arbeitsteilung wie Jäger und Sammlerinnen in der Altsteinzeit, das funktioniert so nicht, das ist ganz klar. Dass das nicht der Fall sein kann, dafür brauchen wir gar nicht so weit zurückgehen, weil wenn vor 60, 70 Jahren Erntezeit war, dann war ganz klar, dass alle, die laufen und arbeiten konnten, sind mit aufs Feld gegangen. Die ganz Alten sind mit den ganz Kleinen daheim geblieben. Das war die Aufteilung, die stattgefunden hat. Und das lässt sich wiederum eben dann auch, wenn man genau hinguckt und genau untersucht und nicht mit einer Brille voreingenommen das Ding durcharbeitet, lässt sich das auch an den archäologischen Funden immer wieder darstellen. Also was Gender Mainstreaming und Ähnliches angeht, nee, das funktioniert so in der Form nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass es genauso Matriarchate wie Patriarchate gab, dass es gleichberechtigte Kulturgruppen gab und dass natürlich insbesondere die Notwendigkeit ein ganz wichtiger Faktor war. Wer was leisten konnte, hat dies getan. Und daran sehen wir, dass Frauen zum Beispiel viel häufiger wandern als Männer. Männer sind eher hier resident und die Frauen sind unterwegs. Das alte Interpretationsmodell war der Frauenraub, der dann stattgefunden hat. Die neueren Untersuchungen zeigen aber, dass diese Frauen, die wandern, in der Regel nie Mangelerscheinungen erlitten hatten, was man bei einem Frauenraub eigentlich erwarten sollte. Und dass die in der Regel noch recht hohe gesellschaftliche Stellung hatten, eben weil sie sich proteinreich, also mit viel Fleisch ernähren konnten, weil sie keine Mangelerscheinungen an den Knochen zeigen, keine Arthrose, also nicht zu hart gearbeitet haben vielleicht auch. Die in vielen Zeiten zumindest, und man darf da eben, wie gesagt, auch ich darf jetzt nicht den Umkehrschluss machen, weil auch das haut nicht ganz hin, sehen wir, dass wir dieses bürgerliche Gesellschaftsbild um 1900 in die Tonne kloppen. Auch beispielsweise was Schmuck angeht, fand man ganz schön. Wir haben 2014/15 eine Ausstellung namens Ich Mann, du Frau hier veranstaltet, wo wir genau diese Geschlechterklischees über mehrere Jahrtausende auseinandergenommen haben. Und es gibt aus der Eisenzeit eben diese Halsringe, diese Torques. Die gibt es manchmal mit unheimlich starken Verzierungen. Wir haben so eine komplette Reihe aufgestellt, dann ganz einfachen, abstrakt gehalten, bis hin zu ganz opulent verzierten Halsring und hatten zu jedem die Geschlechtsbestimmung des jeweiligen Leichnams, der im Grab lag. Und haben die Leute vor die Vitrine gestellt und gefragt, na, was glauben Sie denn, welcher dieser Armringe oder Halsringe wurde von einem Mann getragen, welcher von einer Frau? Und das Ergebnis war immer dasselbe, die einfachen, geradlinigen Formen wurden mit Männern in Zusammenhang gebracht und die verschnörkelten, opulenten Formen mit Frauen. Und die anthropologischen Analysen waren genau umgekehrt. In manchen Fällen wissen wir es auch nicht. Was wir mittlerweile wissen, sind so kleine Details in manchen Fällen wie Augen- und Haarfarbe und Hautton. Das konnte man mittlerweile ganz gut rausfinden. Und die Kombination ist ganz schön, weil natürlich dunkle Haare, dunkle Haut, blaue Augen. Und das ist genau das, was natürlich während des NS beispielsweise dann in die Rassenlehre und so weiter genau andersrum dargestellt wurde, wo sie dann eben wieder Grundlage entbehrt. Mittlerweile haben wir die Daten dann doch etwas greifbarer. Und natürlich ist Archäologie, und das darf man nicht vergessen, auch immer wieder so eine Legitimationsebene für unterschiedliche politische Entwicklungen. Das ist was nicht ausbleibt und was nicht nur den NS betrifft. Aber ich denke, je sauberer wir arbeiten und je weniger wir uns in irgendwelche Tendenzen verfangen oder treiben lassen, umso besser. Was man auch wieder ganz schön sieht, wenn man beim Prozess dabei war, ist die Kombination, die da drin steckt. Also in dem Bild sind wirklich alle sechs Künstler vertreten. Und Gwendolin hat die Vorzeichnung gemacht, Sorana hat dran weitergearbeitet, Michi hat dann zum Beispiel diese Hand gemalt, den Rahmen, die Rahmenanordnung und wiederum hat Steffen und Hanna umgesetzt. Also wenn du es an den anderen Rahmen ausrichten willst, dann schon ein Stück. Und Pwn hat dann quasi diese Schlieren noch hingemacht.
Das nächste war die Idee, was uns sehr beeindruckt hat, war im Museum für Neue Kunst, war der Raum für entartete Kunst mit den vielen leeren Bilderrahmen. Da gibt es ja die Sammlung, wo dargestellt ist, welche Bilder auch verloren gegangen sind in der Zeit. Und das wird quasi mit den Rahmen auch wieder aufgegriffen. Das Ganze hat federführend Steffen und Hanna gemacht. Beide arbeiten ziemlich stark aktuell mit Collagen. Steffen kommt aus dem klassischen Graffiti ursprünglich, hat dann jahrelang mit Stencils gearbeitet, ist genauso Gründungsmitglied vom Kulturaggregat und ein genialer Handwerker, dem gibt man einfach einen Berg voll Müll und der baut irgendwas daraus und die Leute sind begeistert danach. Hier haben wir jetzt ein Werk von Hanna auch noch, Hanna und Steffen zusammen. Wieder aus dem Museum Natur und Mensch. Dieses Plastik hat Hanna nochmal sehr beeindruckt, was in den ganzen Meeren ist. Ihr hattet euch ja auch drüber unterhalten. Und das Ganze ist in dem Bild einfach auch nochmal mit eingebaut. Hanna hat mir das dann nochmal erklärt. Wir haben hier ist das Plastik mit eingearbeitet in dem Ganzen. Wir haben hier ein schmelzendes Eis wiederum, was aus dem Bild rausläuft, um einfach diese Thematik nochmal aufzugreifen. Ich mache jetzt eine geometrische Form, umrandet von gotischer Kalligrafie. Ich fange an mit einer Übung, die die alten Mönche schon gemacht haben mussten, bevor sie eine Bibel abschreiben durften damals. Gerade Striche in der richtigen Form. Der Ton kommt aus dem klassischen Graffiti auch. Es macht ziemlich viel Kalligrafie auch noch, was man hier an der Wand sieht. Das ist Hebräisch und das ist im Zusammenhang mit der entarteten Kunst auch wiederum, um das Thema nochmal aufzugreifen. Die auf der Seite ist mit Dose gemalt. Das ist ein kalligraphischer Aufsatz, der quasi diese Breite hier kann. Hier sieht man ganz schön, wie gut er wirklich kalligraphisch mit der Dose umgehen kann. Gerade mit einer Dose ein Fehler und das Ganze funktioniert nicht mehr. Der Vogel ist von Gwendolin. Die anderen Exponate sind aus dem Museum für Natur und Mensch. Schönes Erlebnis gehabt. Das war eine ehemalige Mitarbeiterin, die stand auch hier und hat sich das angeguckt. Und dann habe ich ihr erzählt, ja klar, Rotkehlchen ziehen. Die Rotkehlchen, die jetzt hier sind, die kommen irgendwo aus Russland und die Rotkehlchen, die im Sommer da sind, die sind jetzt irgendwo in Spanien. Und dann hat sie gesagt, das muss ich meinem Vater erzählen. Der denkt immer, er tut seinen Rotkehlchen was Gutes, wenn er im Winter füttert, dass die dann im Sommer gut genährt starten können. Aber nein, die er jetzt im Winter füttert, das sind russische Rotkehlchen, die dann wieder weggehen. Und es kriegt halt keiner mit. Oder die Bussarde, wenn ihr jetzt auf der Autobahn fahrt und sitzt auf jedem Pfahl ein Bussard, die sind jetzt hier, das sind nicht die, die im Sommer hier sind. Sondern die kommen irgendwo aus Norwegen, aus Schweden, aus Russland und sitzen jetzt an unseren Autobahnen und im Sommer sind die wieder zurück.
Dennis. Das ist eine tolle Geschichte. Das ist heute mit unser häufigstes Amphibien im Schwarzwald. Aber die wenigsten Leute und Kinder haben es mal gesehen, weil ihr eigentlich bei Regen nachts in Schwarzwald müsst, um das Tier zu sehen. Und genau darum geht es uns hier in dem Museum, dass man eine emotionale Bindung irgendwie zu diesen Tieren auch hat. Und der Feuersalamander, der zeigt es schön. Die wenigsten Leute wissen, dass es den in Freiburg gibt, haben ihn mal gesehen. Das, was ihr jetzt macht, werdet ihr in 30 Jahren draußen nicht mehr machen können, weil dieses Tier in Deutschland ausgerottet sein wird. Diese Tiere werden, der ist jetzt 5-6 Jahre alt, die können 50, 60 Jahre alt werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich ihn hier noch geben, wenn es draußen keine Salamander mehr geben wird. Es gibt gerade eine Pilzinfektion, die aus Südchina kommt, Vietnam, die dafür gesorgt hat, dass quasi alle Feuersalamander komplett ausgerottet wurden. Und diese Pilzinfektion geht an Schuhen und mit Autoreifen und so einfach immer weiter. Das heißt, wenn es jetzt nicht so weiter ausbreitet wie gerade, dann wissen wir, dass in 30 Jahren es hier im Schwarzwald keine Salamander mehr geben wird. Der Salamander hat uns sehr beeindruckt, wahrscheinlich auch, weil es das einzige Lebewesen, also lebende Lebewesen war. Das war meine Absicht. Und das ist letztendlich unser Anspruch, dass wir hier nicht einfach uralte Dinge ausstellen, sondern gucken, was heißt das denn für unser heutiges Leben. Und das Museum heißt Natur und Mensch, also wie geht denn ein Mensch mit der Natur um? Wir sind alle noch so jung, dass wir das noch in unseren Lebzeiten erleben werden, wie Natur einfach eine komplette Zerstörung erfahren wird, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Das ist also nichts utopisch Weites. Und wir im Museum richten uns vor allem an Kinder, weil es die auch noch mehr betrifft. Insofern ist es für mich noch ein viel größerer Schatz, auch mit meiner Kindergartengruppe hier durchzugehen, weil es die eben genauso betrifft. Und auf die kommt es eigentlich an. Und deswegen bin ich froh, in einem Haus zu arbeiten, wirklich verstärkt auch an Kinder richtet.